Hallo liebe ARK-Spieler und herzlich willkommen bei einer neuen Folge ARK Survival Evolved. Und diesmal, heute mal ein kleines Infovideo. Und zwar soll es heute mal um einen Zähmguide gehen. Was sind so die typischen Anfängertiere, die man sich am besten zulegt, so direkt, wenn man so ohne nichts und so ziemlich nackig irgendwo am Strand spawnt. Ich bin jetzt schon Level 30, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe deshalb halt mal ein bisschen Erfahrung im Gepäck, was so die Anfängertiere sind und was man beim Zähmen oder zumindest zum Zähmen am Anfang beachten sollte. Es gibt ja verschiedene Methoden zu zähmen. Man kann es mit der Hand machen, mit der Faust. Das könnt ihr machen. Damit verteilt ihr Torpor, aber nicht wirklich viel Torpor. Und ihr verteilt auch dabei Schaden. Ich glaube aber auch etwas mehr Schaden als Torpor. Und das Ding ist halt, das könnt ihr mit kleinen Kreaturen wie zum Beispiel mit dem Dodo machen. Habt ihr aber größere Tiere, wird das nämlich schon wieder etwas tricky. Denn ihr verbratet halt beim Schlagen auch wieder Ausdauer. Und das zieht halt eure ganzen anderen Stats wie zum Beispiel Hunger und Durst wieder mit nach unten. Ihr müsst halt beim Fausten immer ausweichen, wenn ihr nicht gerade eine Bola gebaut habt oder sowas in der Richtung. Eine Bola ist ein sehr, sehr hilfsames Hilfsmittel beim Zähmen. Wir schauen mal kurz nach, wann wir das uns bauen können, die Bola. Die Bola kommt mit Level 9, also schon relativ früh. Danach kommt irgendwann noch eine bessere Version, Level 51, die Kettenbola. Die ist aber nicht mehr mit der Hand zu schmeißen, sondern ich glaube mit irgendeiner Gerätschaft, mit einem Skorpion oder sowas in der Richtung. Das ist sie wieder sehr aufwendig zu bauen, deshalb habe ich sowas noch nie dafür benutzt eigentlich. Ja, also ihr könnt eure Tiere bolern, das heißt ihr könnt sie immobilisieren. So eine Bola ist auch relativ schnell gebaut. Das Einzige, was ihr nun dafür braucht und wo ihr vielleicht am Anfang etwas schwieriger rankommt, ist Leder für eine Bola. Weitere Möglichkeit des Zähmens ist das Zähmen mit dem Knüppel. Da ist ja der Holzknüppel erlernbar ab Level 8. Ne, auch noch relativ früh und ein Level vor der Bola. Das ist eine Möglichkeit, ihr könnt die Tiere mit dem Knüppel schlagen. Den bauen wir uns jetzt noch mal eben kurz aus Fasern und Holz. Das ist, also mit dem Knüppel seid ihr ähnlich wie mit der Faust. Ihr seid etwas besser mit dem Knüppel, aber ihr verteilt mehr Torpor, mehr Betäubungsschaden an die Tiere. Und wenn der Betäubungsschaden der Tiere eben hoch genug ist, dann fallen sie narkotisiert um. Also sie schlafen dann, können aber trotzdem noch fressen. Und das ist das Ding halt beim Zähmen. Ihr müsst den Narkosewert so lange wie möglich und so hoch wie möglich halten. Ich sage mal so, ab einem Viertel unter der Hälfte wird es kritisch. Also vor dem B vom Betäuben sollte das Ganze nicht mehr laufen, weil dann steigt nämlich die Chance, dass das Tier wieder aufwacht. Und das wollt ihr natürlich nicht. So, dann können wir uns einmal herstellen. Waffen, Primitiv, Nahkampf. Ich habe das jetzt hier so in Ordner gepackt, ne, in diese Ordneransicht. Da habt ihr halt die ganzen Engramme in Ordner verpackt. Und das finde ich beim Bauen einfach mal ein bisschen übersichtlicher. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr könnt das natürlich auch ausblenden. Dann habt ihr alles hier so im Einkladderadatsch unten drunter. Genau, hier haben wir jetzt das. Dingen. Und wir können ja mal gucken, ob wir uns... oh, guckt mal, da haben wir schon Dilo. Das könnte man zum Beispiel damit schon mal probieren. Komm mal her. Ihr müsst immer aufpassen beim Dilo. Der spuckt euch halt an oder versucht euch anzuspucken. Und ich merke gerade, der ist relativ schnell unterwegs.
Und immer wenn er versucht, euch zu spucken, sag ich mal, müsst ihr gucken. Na, mal gucken, jetzt haut er nämlich ab. Jetzt ist der Topper nämlich hoch genug. Und jetzt könnt ihr drauf schwarten. Gucken, ob der das mit dem Knüppel aushält hier. Im Ernstfall. So, ihr seht aber auch schon, mein Leben ist schon ein bisschen runter. Und ich habe auch schon drauf gelevelt. Also ihr startet mit einem wesentlich niedrigeren Level. Also mit einem Knüppel ist das gar nicht so einfach. Ich frage mich, wann der endlich mal down geht hier. So, jetzt haut er wieder ab hinterher. Na? Oh, er ist umgefallen. Da ist er. Na, also ihr seht, mit dem Knüppel ist es ein bisschen trickier und ihr verliert natürlich dabei auch Leben. Ne? Das ist ganz klar. Und dem müsstet ihr jetzt eigentlich Fleisch reinhauen. Da ich jetzt kein Fleisch habe, müssen wir uns jetzt noch mal eben eine Dodo töten. Der kommt hier wie gerufen. So. Dann nehmt ihr euch eine Axt. Egal. Oder hier halt die Picke, wenn ihr mehr Fleisch haben wollt, nehmt ihr die Picke. Das ist jetzt schon eine Metallpicke, ja, da kriegt ihr dann schon wieder mehr raus, aber ihr startet ja mit einer Steinpicke und einer Steinaxt. Von daher ist das, was ihr da rauskriegt, immer ein bisschen weniger. Also ich habe hier jetzt schon sehr viel aus dem einen Dodo rausgekriegt, auch weil ich die Farmrate ein bisschen hochgestellt habe, ja. So, das ist halt das Ding mit dem, mit der Faust oder mit dem Knüppel. Sind zwei Sachen, die etwas anstrengender sind. Wenn ihr es aber bequem haben wollt, also am Anfang ist es eben anstrengend, Ark zu spielen, ja, das ist alles so ein bisschen wuselig und anstrengend und spannend auch, natürlich, weil halt auch so ein kleiner Dilo am Anfang sehr gefährlich sein kann. Aber die sind dann später eigentlich gar nicht mal so übel. Wenn ihr mehrere davon habt, könnt ihr die mitnehmen, beim Jagen zum Beispiel. Und die spucken dann zum Beispiel fliegende Parasaurier oder andere fliegende Beutedinos an, die ihr zum Beispiel töten wollt für Hide oder Fleisch, was auch immer. Und ja, jetzt seht ihr zum Beispiel, dass der Topperwert, der Bewusstlosigkeitsbalken, ganz schön schnell rapide runtergeht. Deshalb sollten wir mal gucken, dass wir nicht Narkobären finden. Naja, und die helfen halt euch beim Jagen. Die spucken halt die Tiere, die fliehen an. Dann sehen die nichts mehr und sind langsamer unterwegs. Wesentlich langsamer. Seht ihr, da hat das nämlich schon geschafft. Wie. Siehst du, da war eigentlich relativ hoch schon vom Level gewesen, wenn er jetzt schon Level 55 ist. Gar nicht mal übel. So, und jetzt habt ihr hier halt so einen kleinen Wächter. Den könnt ihr mit Tee pfeifen und dann kommt er hinter euch her. Das Ding ist halt, ihr müsst euch, wenn ihr halt mit der Faust arbeitet oder mit dem Knüppel, vielleicht auch zwischendurch mal heilen. Und dafür gibt's, ihr seht, was ich unten auf der Null liegen habe, gebratenes Fleisch. Das könnt ihr euch dann immer mal reinpfeffern. Ja, für die ersten Level ist das wirklich so, da müsst ihr mit der Faust oder mit dem Knüppel rangehen. Aber ich erspare mir das immer gleich. Ich warte einfach ein paar Level und dann kommen nämlich die Sachen. Huch, Dilo, was tust du? Dann kommen nämlich die Sachen, die relativ interessant sind und die auch mehr Spaß machen mit dem Zähmen. Ich habe euch schon die Bola gezeigt, ja. Das ist ja so ein Ding zum Beispiel, was sehr viel Spaß macht. Und dann braucht ihr zum Beispiel ein Mörser und Stößel. Warum braucht ihr ein Mörser und Stößel? Ich sage es euch. Der kommt ab Level 6. Den baut ihr mit Leder und Stein. Leder bekommt ihr aus Dinos, das heißt, ihr müsst Dinos töten, um an diesen Mörser ranzukommen. Und da bieten sich zum Beispiel kleine Dodos, Lystrosaurier, alles an, was euch zumindest nicht gleich am Anfang versucht zu fressen. Oder nicht größer ist als ihr. Wirklich haltet euch da mit Kleintieren auf. Auch Kompis sind okay. Die könnt ihr vielleicht auch noch. Alles andere wie eben die los, besonders wenn die mehr als nur einer sind, wird es wirklich schwierig. Dann würde ich sagen, nee, macht das lieber als Anfänger noch nicht. Ist ein bisschen zu heftig.
Wie gesagt, ihr habt den Mörser und was macht ihr mit dem Mörser und Stößel? Ihr könnt euch damit Narkotik herstellen. Und Narkotik ist der Freifahrtschein für Narkosepfeile. Die kommen natürlich auch erst später und der Bogen kommt auch erst später. Aber ihr habt dann zumindest schon mal so ein bisschen den Anfang. Also ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Mörser habt, schon mal anfangen mit verdorbenem Fleisch und diesen schwarzen Narkobären hier. Konsumgüter zu gehen, Medikamente zu gehen und dann zu sagen, ich will jetzt Narkotik davon haben. Narkotik müsst ihr auch erst lernen. Ebenfalls in den Engramm. Dazu könnt ihr in der Suche einfach wieder Narkotik eingeben. Nee, gibt's nicht. Na? Doch, Narkosemittel zum Beispiel. Also das ist jetzt die Narkotik ist die englische Variante. Narkosemittel ab Level 6 geht auch eigentlich schon relativ früh los. Und dann braucht ihr halt noch einen Bogen. Der kommt ab Level 10. Und dann braucht ihr natürlich auch noch Pfeile. Und die kommen auch ab Level 10. Aber um Betäubungspfeile zu bauen, müsst ihr bis Level 21 warten. Ne? Und dann kommt erst, also 10 Level später, kommt dann eigentlich erst das Ding, was es wirklich einfacher macht. Wenn ihr die Narkosepfeile bis da noch nicht habt, dann müsst ihr halt einfach Bolas craften und versuchen euch mit dem Knüppel oder mit den Fäusten da weiter zu behelfen. Weil wie gesagt, die Bola immobilisiert und macht die Rennerei so ein bisschen, naja, besser. Die immobilisiert, muss ich aber auch mit dazu sagen, nicht für ewig. Ich sage mal so 20 Sekunden, 15 Sekunden hält die und dann geht's kaputt. Also ihr müsst da wirklich gucken, die hält nicht ewig und ihr müsst dann schauen, dass ihr euch schon mal darauf vorbereitet, dann wieder wegzulaufen, wenn ihr denkt, jetzt ist die Zeit um. Jetzt buddelt sich der Dino aus der Bola wieder frei, weil die das einfach nicht mehr hält. Ihr könnt mehrere Bolas auf einen Dino schmeißen, das ist natürlich auch möglich. Ja, ansonsten, das ist so, ich sage mal, der Anfängerguide so bis Level 21. Alles andere, was danach kommt, ist schon wieder, naja, eigentlich nicht mehr für einen Anfänger geeignet. Das ist was für Fortgeschrittene. Da kommt zum Beispiel der Crossbow, also die Armbrust, die eure Betäubungspfeile mit besserer Wirkung und höherem Schaden verschießt. Also ihr braucht dann zum Beispiel weniger Pfeile, um denselben Wert an Narkotik, an Betäubung, in das Tier hineinzupumpen. Also es macht die Sache einfach noch mal mehr einfacher. Und die geht dann auch nicht mehr so schnell kaputt wie so ein Bogen, ne? Und ja, das ist so das Ding vom Zähmen, ne? Was natürlich ganz einfach geht am Anfang ist das Fausten. Welche Tiere ihr gut fausten könnt, sind zum Beispiel Dodos. Ja, Dodos wehren sich nicht, die hauen nur ab. Und ihr braucht eigentlich auch nicht lange drauf fausten, dann sind die schon betäubt. Dodos sind ganz gut nützlich, weil ihr dann von dem nämlich diese Eier hier bekommt. Und das ist für das Zähmen der Anfangsdinos auch wieder sehr geil, weil das ist nämlich eines der Eier, die ihr verwenden könnt, um das Kibbel zu bauen. Denn das ist eins dieser extra Small-Eier, die ihr dafür braucht, für das Kibbel. Ansonsten braucht ihr für dieses Kibbel noch Beeren oder Fasern. In welcher Zusammensetzung blende ich hier euch kurz nochmal ein. Das braucht ihr für die Anfangsdinos. Das ist zum Beispiel auch der Parasaurolophus, der gut tragen kann, euch vor Raptoren beschützen kann, weil er eine Art Alarmfunktion beherrscht, mit der ihr auch Raptoren und andere kleine Raubdinosaurier verscheuchen könnt. Oder aber der Iguanodon, der sehr, sehr schnell unterwegs ist, unheimlich viel Ausdauer hat und relativ viel tragen kann und euch darüber hinaus auch noch gut beschützen kann für so ein Anfangsdino. Der Triceratops, einer der Dinos, von denen ihr den als allererstes den Sattel bekommt, mit als allererstes, der euch vor angreifenden Tieren, also angreifenden Dinos beschützen kann. Und der außerdem gut Bären ernten kann. Er beherrscht auch eine Rammattacke, mit der er andere Dinos kurz betäuben kann. Die dauert aber nicht allzu lange an. Und
Parasaurolophus hätte ich genannt, genau. Und was könnt ihr euch noch zähmen? Den Raptor natürlich. Den Phiomia. Ein kleiner Raubdinosaurier, in dem ihr sehr, sehr schnell vorankommen könnt. Der Raptorsattel kommt ab Level 18, also relativ spät. Den müsst ihr auf jeden Fall bolern, weil ansonsten wird das eine sehr schwierige Geschichte, weil der Raptor euch umspringen kann, an den Boden festpinnen kann und euch dann das schön, wunderschön das Gesicht zerfleischt. Das macht er nicht für ewig, aber das reicht meistens aus, um einen kleinen Anfänger doch relativ schwer zu verletzen. Der ist sehr schnell. Wenn ihr den einmal am Arsch kleben habt, bekommt ihr den nicht mehr los. Also seid wirklich vorsichtig. Raptor zähmen nur mit Bola. Ja, gut, das sind so die Anfänger-Dinos für Tier so am Anfang den Sattel bekommt. Der Iguanodon bekommt seinen Sattel erst ab Level 30. Also da müsst ihr wirklich eine Runde warten. Das ist dieser hier. Huch. Das ist der Iguanodon. Wenn ihr auf dem drauf sitzt, der ist halt relativ groß. Also ihr habt eine schöne Rundumsicht, wenn er auf dem drauf sitzt. Des Weiteren ist er sehr schnell, wie ihr seht. Er hat zwei Gangweisen. Er kann einmal auf den Hinterläufen laufen. Kann so Bären farmen. Das tut er mit seinen Daumen. Kann aber auch mit dem spitzen Daumen relativ viel Schaden verursachen. Ich könnte jetzt mit dem hier zum Beispiel auch schon fast auf so ein Stego drauf gehen. Das könnte klappen. Naja, auf den 33er lieber nicht. Der ist mir ein bisschen zu hoch. Ja, so ein Iggy, der ist schnell. Der kann euch auch relativ gut beschützen und der hat viel Ausdauer. Eigentlich unendlich, wenn er auf allen Vieren läuft, ist der nicht platt zu kriegen an Ausdauer. Der hat zwar weniger Ausdauer als ein Parasaurolophus, aber wie gesagt, wenn ihr auf allen Vieren lauft, dann könnt ihr rennen, 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 bis ihr tot umfallt. Ja, also da. Das ist halt das Schöne am Iguanodon und deshalb habe ich mir als Anfangstier auch gleich einen Iguanodon gezähmt, weil ich keinen ganzen Fuhrpark an Dinos haben möchte. Ich will wirklich nur ein paar ausgewählte haben, die wirklich für mich gerade nützlich sind. So, weil die müssen ja auch alle verpflegt werden und das ist nämlich das andere Ding, wenn man viele Dinos hat. Man muss die halt auch alle verpflegen. So, das war's mit unserem Zähmvideo. Ich kann euch noch eine wunderschöne Seite ans Herz legen, und zwar ist das www.dododex.com. Auf dieser Seite könnt ihr euch anzeigen lassen, wie das Simple Kibble gebaut wird, wie ihr das macht, was ihr außerdem zum Zähmen, zum Füttern der betäubten Tiere braucht. Das sind nämlich unter anderem Beeren, Gemüse oder eben dieses Kibble, von dem es verschiedene Varianten gibt für verschiedene Dinos. Da könnt ihr euch kundig machen, wie viel ihr davon braucht und wie lange so ein Zähmprozess dauern kann. Außerdem, wie viele Pfeile ihr benötigt, Betäubungspfeile oder wie viel Hiebe mit dem Knüppel ihr benötigt oder mit der Faust ihr benötigt, um ein Tier niederzustrecken. Ja, das nur mal so als Anhaltspunkte. Für euch, schaut euch da mal gerne um. Die Seite kann ich nur weiterempfehlen. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einer nächsten Folge. Maximal. Bye bye.